die allerdings nur eine Reichweite von 2500 bis 3000 Metern hat. Ebenso der Leopard 2A5. Hier sind die Daten dieselben, die technischen Daten. Der Unterschied besteht bei den beiden Fahrzeugen in der Ausführung der Baumstabilisierungsanlage. Während der Leopard 2A4 das erste Fahrzeug war, das eine neuartige Baumstabilisierung hatte, die schon sehr gut war, wurde diese bei Leopard 2A5 noch einmal nachgearbeitet und funktionierte auf diesem Modell mit einer Treffergenauigkeit von 99%. Das heißt, wenn der Leopard 2 ein Ziel erfasst hat, bleibt in jeder Lage und in jeder Bewegung die Waffe auf das Ziel gerichtet, das Ziel kann nicht mehr entkommen und wird bekämpft. So, genau, wenn sich wieder zurückziehen in seine Deckung. So, nun haben wir noch eine etwas extravagante Ausführung des Leopard 2, weil er endlich schon an seiner etwas eintypischen Markierung ist der Leopard 2 PSO. Da die Bestehungsszenario nicht mehr den richtigen Panzerkampf vorsehen, sondern sich in Zukunft die Schlachten mehr in bewohnten Gebieten stattfinden werden, wurde dieses Fahrzeug mehr für den Einsatz in bewohnten Gebieten für den sogenannten Urbanenkampf ausgesetzt. Dieses Fahrzeug wurde mit Schwerpunkt versehen, um Beschuss von Panzerhäusern und so weiter vorzuhalten. Ebenso wurde die Anlage wird aus dem Inneren heraus, wie gesagt, fernsteuert bedient, so dass immer mehr aus dem Körper herausschauen muss. So, nun kommt jetzt ein kleines Highlight dieser Vorführung. Und zwar sehen Sie hier von der LTU-Motor mit einer Leistung von ab 30 PS und erreicht sich auf 65 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Der Pilot wurde in den 70er Jahren konstruiert und bei der Bundeswehr eingeführt. Und das Besondere an dem Pilot-System Pilot ist das, dass es sich nicht um eine Klappe handelt, sondern um zwei Brückenhälften, die getrennt sind, werden flach verschoben, miteinander verriegelt und dann auch flach nach vorne rausgeschoben und abgelegt. Sie sehen, die untere Brücke wurde jetzt hochgezogen, umgekehrt am Brückenarm ein Hilfsarm nach oben, der das obere Brückenteil abstutzt. Und als nächstes wird das obere Brückenteil mit einem Heckausleger nach hinten abgesenkt. Die Länge der Brücke ist im Original 22 Meter und das Gewicht beträgt ca. 10 Tonnen. Die MNC-Klasse, die über diese Brücke fahren darf, das heißt die militärische Gewichtsklasse, ist bis 50 Tonnen. Und verkuppeln sich zuerst über zwei Kupplungen an der Unterseite der Brücke. So. Wenn die Brücke an der Unterseite gekuppelt ist, wird das vordere Brückenteil nach oben geklappt und bei Brückenhälften verbinden der Unterseite. Somit ist die Brücke nun fest miteinander verbunden und wird nun nach vorne geschoben. So, die Brücke ist nun im Flammenvorbau verschoben und wird nun am vorderen Ende zuerst aufgelegt. Die Brücke der Brückenarm so weit abgesenkt ist, die Brücke auch auf dem hinteren Ende aufgelegt. Mit diesem Schema ist wieder
Motor aus der Brücke herausgezogen und festgeprüft die Fahrfähigkeit seiner Brücke auf Google selbst. Das heißt, er fährt zuerst selber in die Brücke, bevor andere Fahrzeuge darüber fahren. Das Modell, das Sie hier sehen, ist in einer Bauzeit von 6 Jahren entstanden, ist bis auf die Intervalle komplett Eigenbau und ist ausgestattet mit einer Hydraulik wie auch im Original. Die Baustunden für dieses Modell kann man in Worten eigentlich kaum erleben. 6 Jahre, wie viele tausend Stunden da drin hängen, kann man nicht mehr zusammenzählen. Thank you.
der verbleibenden Zeit Ihnen hier in Lente die Modelle noch etwas vorführen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Spaß weiterhin und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der Modellbaumesse Hobby und Spiel 2015 in Leipzig.